Herr Generalvikar, weshalb ist Ihnen als Generalvikar und dem Bistum dieses Stipendium so wichtig? Weil ich finde, das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit der Jugendpastoral, dass wir mit jungen Menschen im Kontakt bleiben und in einem verbindlicheren Rahmen inhaltliche Arbeit leisten können. Und das Zweite ist einfach die Personalentwicklung. Ich denke, dass wir da auf verschiedene Weise uns positionieren müssen. Wie können wir jungen Leuten den kirchlichen Bereich als Arbeitsplatz anbieten und dass sie ein Interesse an dieser Arbeit in der Kirche haben, ob es die Pflege ist, ob es die Theologie ist, ob es die Pastoral ist. Hauptsache, sie kommen damit in Berührung und dann sind sie auch bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Das Stipendium wird mit dem FSJ gekoppelt und Sie haben gerade in Ihrem Impuls davon gesprochen, von Bildung und von Ausbildung. Auch das FSJ ist was Besonderes für uns als Kirche. Ja. Mhm. Also ich persönlich glaube einfach, dass wir als Kirche bei allem berechtigten Fördern von Ausbildung den Bereich der Bildung im Blick behalten müssen. Unsere Aufgabe ist es, den jungen Leuten Hilfen anzubieten für ihre Persönlichkeitsentwicklung, für ihre Biografieentfaltung. Und das ist etwas, wo, meine ich, unser genuiner Auftrag liegt.